frischesten Burger-Experimentierküche ever. Ever. Ich hoffe, ich kann das Ganze ein bisschen strukturierter rüberbringen, als es in Wirklichkeit war. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Prost! Hallo und herzlich willkommen. Das ist ein sehr spontanes Video. Ich mache heute Black Bean Burger. Und zwar habe ich noch schwarze Bohnen. Die habe ich letztens gekocht. Ich habe jetzt noch so ungefähr ein halbes Kilo gekochte Bohnen und Vollkornreis. Und ich dachte, was machst du damit? Ja, Tortillas. Oder auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, Burger zu machen, weil ich mal wieder Bock auf Burger habe. Und ich habe kein Rezept, ich freestyle jetzt das einfach. Deswegen habe ich jetzt einfach die Kamera angeschmissen und bin noch dabei, die Zwiebel zu schälen. Und ja, also ich mache jetzt einfach da rein, was man so da rein machen würde. Also die klassischen Burger-Zutaten, also die Gewürze und Zutaten, die ich hier habe, die blende ich euch mal ein. So, wir fangen einfach mal an. Ich schmeiße einfach die Zwiebel rein mit dem Knoblauch. So, Knoblauch. So, dann schreddern wir das Ganze bei, ja, 3 Sekunden, Stufe 5. So, einmal runterschieben das Ganze. Und jetzt kommt es, wie er stirbt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Das ist ein echtes Experiment. Ich habe einfach diese Bohnen. Ich stelle mir vor, früher habe ich das mit einem halben Kilo Hackfleisch gemacht. Jetzt nehme ich einfach ein halbes Kilo Bohnen. Schwubbeliwups. So, dann anstatt Brötchen habe ich jetzt halt mal Vollkornreis, gekochten Vollkornreis. So, ganz nach Gefühl. So, jetzt haben wir insgesamt knapp 92 Gramm Reis. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Öl und Gewürze dazu. So, 20 Gramm Öl. Ah, es sind 30 geworden. So, dann haben wir hier Senf. Oder Senft, wie der Frank gesagt. Der Frank gesagt, ne? Dann ein wenig Pfeffer und Salz. Oh, knapp einen Teelöffel Salz. Dann nehmen wir Paprika. Rosenscharf habe ich, was anderes hatte ich nicht. Machen wir da auch mal so einen guten Teelöffel oder einfach wie ihr wollt. Einfach rein damit. So, und jetzt das machen wir jetzt rein. Jetzt haben wir hier noch, das finde ich total geil, Liquid Smoke. Das mache ich auch so zum Beispiel in Kartoffel-Eintopf oder Kartoffelsuppe. Einfach so einen Esslöffel von diesem Liquid Smoke mit rein und es gibt dem Ganzen so richtig schönen rauchigen Geschmack. Also ich nehme das halt dann anstatt Speck zum Anbraten. Schmeckt richtig gut, auch für Grünkohl oder überall, wo ich halt früher Speck reingemacht habe, nehme ich jetzt halt Liquid Smoke. Das bringt halt so diesen Geschmack und es ist eigentlich ganz lecker. Und davon nehmen wir jetzt auch mal so einen Esslöffel rein. So, Rauchsalz hat quasi einen ähnlichen Effekt. Das ist auch rauchiger Geschmack. Ich mache einfach noch eine kleine Prise mit rein. Und jetzt noch eine Prise granulierten Knoblauch. Muss man nicht, kann man, wenn man will. Viel hilft viel. So, das waren noch Zwiebeln. Granulierte Zwiebeln. Ich habe das irgendwo mal gelesen und seitdem mache ich das ein bisschen mit rein und ich finde, das ist ein ganz guter Add-on. So, und jetzt mischen wir einfach alles zusammen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und wir stellen es einfach mal auf Stufe 5. Mal gucken, was passiert. Hm, ja, Geschmack hier schon mal gut. Nee, ich glaube, das hält noch nicht für Burger. Okay. So, also völlig verpeilt wie ich bin, habe ich natürlich nichts da, was es irgendwie dicker machen könnte. Ich nehme jetzt einfach gepufften Amaranth. Wir werden sehen, wie es rauskommt. Ich habe keine Ahnung. So, 15 Gramm. Willkommen in Marens Experimentküche. So, es wird langsam. Es wird, aber ich glaube, es zerläuft mir in der Pfanne. Ich habe jetzt einfach beschlossen, ich lasse es jetzt so, ich forme die nicht vorher, sondern ich mache die dann einfach als Klecks in die Pfanne. As easy.
So, hallo, willkommen zurück. Was heißt willkommen zurück? Ich war nie weg, in dem Video zumindest. Was ich noch gemacht habe, nachdem, was ich jetzt nicht gefilmt habe, war, dass ich Paniermehl hinzugefügt habe. Danke an Petra nochmal für diesen heißen Tipp. Du hast mich gerettet und die Burger, meinen Burger. Und ich habe die Masse, also ungefähr 20 Gramm auf die rohe Burgermasse, die ich da drin hatte, das Ganze einfach noch ein bisschen ruhen lassen und ja, dann sind die Burger Patties einfach super. Sie sehen fantastisch aus. Ich habe noch nicht probiert, das mache ich jetzt. Er sieht schon mal sehr lecker aus und bis jetzt kommt der ultimative Geschmackstest. Hallo Baby, komm zu Mama. Mhm. Oh ja, Baby. Oh ja. Lecker. Fantastisch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und oder abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Darauf würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis dahin. Tschüss. Schönen Frühling. Moment. Hi Dad. Und hab zu dieser Gesamtmenge von Teig. Warum summt dieses Ding immer, wenn ich filme? Ich verstehe das nicht. Burger Patty Teig. Burger Teig Menge. Ist ja kein Fleischbrett, also Bohnenbrett. Kannst du mal aufhören zu rauschen? Prost!